Also eigentlich ist es ganz normal, Sachen nicht zu machen, die andere vielleicht schon mal gemacht haben. So, es muss nicht jeder alles gemacht haben. Ich bin ganz normal wie jeder andere. Ich verstehe nur einige Sachen nicht, wie diesen komischen Raum-Couché, der extra zum Essen da ist. Also da machen Leute was damit, was weiß ich auch nicht genau. Finde ich immer sehr verwirrend. Außerdem gibt es einen Schrank, der ist voll kalt. Viel kälter als alle anderen und ich habe versucht, mich mit den komischen Sachen da drin anzufreunden und mit ihnen zu chillen, aber es hat einfach nicht geklappt. Und ich bin generell verwirrt in diesem Raum. Er ist so groß und verschieden und ich habe diese Dinge noch nie gesehen und ich verstehe die nicht. Naja, ich bin eigentlich wie der andere, nur dass ich halt zum Beispiel dieses ganze Essenszeug nicht so interessant finde, weswegen mich auch Kinder immer komisch fanden, ich weiß nicht. Ich finde es normal. Ich habe mich ein bisschen mehr mit dem Ganzen beschäftigt, seitdem ich bei diesem Experiment teilnehme. Und ja, ich fand es ganz interessant, ganz viele bunte Sachen, crazy Sachen, bisschen gruselige Sachen mal sehen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr verurteilt mich nicht dafür und traut euch vielleicht und ich inspiriere euch dazu, irgendwas zu machen, was ihr noch nie gemacht habt, bisschen crazy zu sein, so wie ich. Ja, ich bin ganz normal. Dieses Video ist natürlich eine vollkommene Verarsche. Falls ihr wirklich dachtet, dass jemand zum ersten Mal mit 16 was isst, dann dumm. BuzzFeed hat ein Video darüber gemacht, dass ein Typ, der, keine Ahnung wie alt ist, 30, zum ersten Mal Früchte isst. My name is Ryan and I've never eaten fruit. Und er stellt sich dabei extrem dumm an. Dieses Video ist einfach komplett gestellt und lächerlich. Und ich und meine beste Freundin, die mir dabei geholfen hat, danke dafür, haben das Video halt richtig dumm gefunden. Beziehungsweise jeder, es hat extrem viele Dislikes. Und wir dachten uns, wir verarschen das Video mal. Und es ist voll witzig geworden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Es ist die beste Dokumentation, die ihr in eurem ganzen Leben je sehen werdet, glaube ich. Deswegen bleibt dran und gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Es hat echt länger gedauert, es wäre cool. Und kurze paar Ausschnitte aus dem Ryan-Video, damit ihr euch ein bisschen mehr vorstellen könnt, wie dumm dieses Video war. Viel Spaß! My name is Ryan and I've never eaten fruit. But today I'm gonna risk it all and try some fruit. I think you're looking at? A blueberry? Is that correct? Is this a mango? This is a grape. I know it's a fucking grape, thank you. I was telling my friends, I was like, I really think I'm gonna connect with mango on a different level. Texture kind of scares me. I mean, what's going on here with this pineapple? Okay, mein Name ist Kyla Shikes, ich bin 16 Jahre alt und ich hab noch nie etwas Bestimmtes getan, was bei Jugendlichen in dem Alter eigentlich bei jedem normal ist. Also jeder hat mal sein erstes Mal und mein erstes Mal ist heute. Bei anderen gibt es andere Gründe, warum sie es machen, weil sie wild drauf sind. Es war bei mir halt nie so. Ich hatte immer Besseres zu tun und andere Interessen als die anderen. Jeder hat immer so einen Wirbel drum gemacht und naja, ich bin einfach anders und bin auch stolz drauf, aber heute ist der Tag, an dem ich es tun werde. Ich werde tatsächlich Nahrung probieren. Hat ja auch nicht alle Zeit der Welt, alles auszuprobieren, was jeder macht. Ich bin auch noch nie Riesenrad gefahren. Das ist ganz normal und macht mir ein bisschen Angst. Die ganzen Formen, ganz verschiedene Farben, ganzen Konsistenzen und es ist verrückt. Dass, jeder ist so, ha, Essen. Jeder ist, ah, Pazzo? Pizza. Pizza? Ich Pizza was. Jeder macht Wirbel darum, aber ich weiß nicht. Heute habe ich gedacht, ich riskiere es mal und gehe diesen Schritt und mach's. Bin auch eher so ein Naturmensch, deswegen will ich nicht so Dinge von der Natur nehmen, wie zum Beispiel Apfel. Wir töten Essen. Cut. Nahrung ist nie wirklich tot, bevor wir sie nicht essen. Ich habe mich immer geweigert, eine Mörderin zu sein, so wie alle anderen auf der Welt, aber heute werde ich es tun. Ich wurde überzeugt und Andy, ich weiß, Tom, ich krieg einen Haufen Kohle dafür, dass ich es jetzt mache, live on cam, deswegen mache ich es auch davon, werde ich ganz viele Bäume pflanzen. Das müssen wir rausschneiden, oder, mit dem Geld. Geht's klar? Kommt nicht so gut. Kommt nicht so gut? Nein. Nein? Nein. Und ich sag euch, probiert's einfach. Wenn ihr etwas noch nie getan habt,
Ich werde es vielleicht bereuen, vielleicht auch nicht, aber ich bin stolz auf mich, dass ich den Schritt gehe. Also falls ihr mal crazy sein wollt und einen Baum umarmen wollt, dann tut's. Es gibt für alles ein erstes Mal. Ich bin Kyla Shikes, 16 Jahre alt und esse heute. Okay, das ist lang. Mhm. Erinnert mich ein bisschen an, weißt du, was das ist? Ich bin mir nicht sicher, es ist Karotte, ist das richtig? Ja. Ich wage jetzt einfach mal den Sprung ins kalte Wasser. Jelly Beans. Ah. Bohnen. Dann zeige ich euch direkt, wo ich das jetzt machen will. Das habe ich schon gesehen bei verschiedenen Serien, pflanzt man. Aber da müssen wir halt ein bisschen warten. So. Zwei. Nummer zwei. 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 Und jetzt warten wir einfach, bis es wächst. Ist gefährlich? Wow. Essen es, Leute. Wir machen jetzt schon Pause. Okay. Service ist entspannt hier. Ah. Wie sagt man? Pizza. Ja, genau. Wunderschön. Trinkt man das? Erinnert mich ein bisschen an einen Schwamm. Also damit wasche ich mich. So mit sowas ähnlichem. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es gut schmeckt, also dass man es essen kann. Kann ich auch meinen Schwamm probieren? Vielleicht würde es auch funktionieren so. Das habe ich jetzt schon von meiner Liste gestrichen. Falls ich jetzt essen sollte nach diesem Experiment, was ich mir vorstellen kann, weil ich bin eher so ein crazy Mensch, dann gehört Karotte auf keinen Fall dazu. Kommt nicht auf meine Einkaufsliste. Ja. Genau das, was ich dachte. Ja. Irgendwie sehe ich das überall und ich habe noch nie gedacht, dass ich mit dem so eine Verbindung aufbaue. Ich weiß nicht, ich fühle einfach nicht diese Verbindung zwischen mir und Pazza. Prezza? Pante. Wie hieß es? Pizza. Pranto. Das ist eine Artischocke. Ich weiß, das ist eine fucking Artischocke. Vielen Dank. Das habe ich schon öfter gesehen. Glaube ich, beim Essen ziemlich häufig. Ich will erstmal sicher gehen, dass es nicht nach Seife schmeckt oder so. Vielleicht verarscht er mich hier auch komplett. Ich meine, ich habe ja keine Ahnung von Essen. Ich habe ja noch nie in meinem ganzen Leben Essen gesehen oder gehört davon oder Essen angefasst. Deswegen könnte ich mich ganz leicht verarschen. Das ist angreifbare Fläche bei mir. Leider mit meiner Hand probieren, falls man das darf. Darf man das beim Essen? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie gegessen. Ich bin neu, ich kenne das nicht so. Mmh. Das ist gut. Nie wieder.
Also ich habe auch ein Aquarium zu Hause, muss ich dazu sagen. Und wo sind da jetzt die Fische drin? Ist zumindest nicht so gruselig wie andere Sachen. Bisher das Beste, was ich gegessen habe. Also es ist ziemlich gut, muss ich sagen. Definitiv ein Schwamm, Leute. Können mich nicht verarschen. Können mich nicht verarschen. Nehmt das zurück. Kommt, ich weiß es. Ich hab's geschmeckt. Ich weiß es. Komm. Komm, Susanne. Nimm. Ich bin stolz, dass ich schon so viel gegessen habe und das verweigere ich. Es tut mir leid. Ich werde nicht aus einem Aquarium hier essen. Alle hier hinten, ne? Ich dachte, die könnte mich einfach reinlegen hier. Ne. Nicht mit mir. Messer. Ich hab den Blick gesehen, Josh. Ich hab's gesehen. Du hast eins. Ja. Ja? Das sind Gurken. Ach so. Gabel habe ich auch. Ja. Maria, alles gut? War nur Spaß, Kevin Gabel. Wiedergeben. Aber das Messer habe ich immer noch. Und ich war mir nicht sicher, wie ich dazu stehen soll, weil es so ein bisschen crazy aussieht für mich. Aber das ist gut. Ich finde es gut, dass wir so viele Pausen machen, aber ich muss auch irgendwie noch nach Hause heute. Das war gruselig. Ekelhaft. Können wir nicht verarschen hier mit Schwämmen. Ich habe SpongeBob geguckt. Nächstes. Also das kriegt leider auf meiner Bewertung minus 4 Punkte. Weil es ein Viereck ist. Pause vorbei. Es ist so ein verrückter Tag heute. Ich muss meine Mama rufen und dir das erzählen, weil das ist alles so neu für mich. Ich weiß nicht. Darf ich nochmal? Ja. Danke. Ich hab's getan. Ja! Ja! Ha! Tschüss! Reicht. Psychotante. Was sieht so aus? Was denn? Das ist komplett entspannt. Natur, Alter. Abfällt. Das ist eine Art die Schocke. Oh, es ist so schwer. Nahrung. Probieren.